Erst eins, dann zwei, dann drei. Na, Sie wissen schon, herzlich willkommen zur vorletzten Klickparade vor Weihnachten. Ich hoffe, Sie haben Ihre sieben Sachen rund um das Fest im Griff. Das ist nicht überall so. Deutliche Kritik am Ausverkauf von Quelle äußerte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ernst Sindel, berichtete das Wirtschaftsressort. Der Abverkauf ist nicht professionell gelaufen, so Sindel. Noch immer seien Millionen Artikel vorhanden. Dass Quelle.de eingestellt wurde, war für uns schon eine Überraschung, sagte Sindel. Schließlich sei die Plattform vom Insolvenzverwalter zum Hauptinstrument der Ausverkaufsaktion erklärt worden. Dass das nun als erstes abgeschaltet wird, halte ich für hanebüchend. Um den Fortbestand ihrer Partei Freie Union muss die bayerische Politrebellin Gabriele Pauli bangen, berichtete die Politik. Nach dem Rücktritt des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Josef Brunner wenden sich auch andere von ihr ab. Gemeinsam mit weiteren Parteimitgliedern fordere Brunner sogar das Verbot der eigenen Gruppierung, so berichtete der Spiegel. Die Satzung der Partei sei in mehreren Punkten verfassungswidrig und verstoße gegen das Grundgesetz wie das Parteiengesetz. Zudem werfen die Abtrünnigen ihrer Chefin Pauli auch diktatorische Anflüge vor. In einer Sitzung des Bundesvorstands habe sie verkündet: Ich bin die Partei. Rauchverbot. Das bestimmende Thema dieser Klickparade. Das Lokalressort schilderte die Lage im Rathaus. 52.275 Nürnberger nutzten bis in die Abendstunden die Möglichkeit, sich in die Listen einzutragen. Platz 2 nur für den Sport. Das kommt zwar selten vor in letzter Zeit, aber immer öfter. Der Bericht schildert in deprimierender Deutlichkeit die Überforderung des Clubs beim 0:4 gegen Borussia Dortmund. Jungs, jetzt macht doch mal Dampf, das ist doch kein Weihnachtsgeschenk für die Fans. Eine sagenhafte Klickquote legte das Bayern-Ressort vor. Deutlicher Sieg für das Volksbegehren lautete die Überschrift, nachdem das bayerische Nichtraucherschutz-Volksbegehren die 10%-Hürde deutlich übersprungen hatte. Damit kommt es 2010 zum Volksentscheid. Und darüber spreche ich mit dem Leiter des Bayern-Ressorts und dem stellvertretenden Chefredakteur Stefan Sohr. Stefan, herzlich willkommen in der Klickparade mal wieder. Schön, dass du da bist. Die Voraussetzungen für einen Volksentscheid wurden ja übererfüllt. Wie geht es denn nun weiter? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der Landtag kann sich mit dem Thema befassen und kann sagen, das passt uns so, was das Volksbegehren vorgelegt hat. Mhm. Wir winken das durch, damit wird es gesetzt. Das heißt also totaler Nichtraucherschutz, totales Rauchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen und Gaststätten. Oder der Landtag kann sich entscheiden, wir legen einen eigenen Gesetzentwurf vor und bringen den in den Volksentscheid ein. Dann eben kommt es zu diesem Volksentscheid, der aber nicht notwendig wäre, wenn der Landtag sagt, das, was das Volksbegehren erreicht hat, passt und so. Ah, alles klar. Ergebnis des Volksbegehrens waren ja jetzt rund 14% der Wahlberechtigten haben sich beteiligt. Nehmen wir mal an, jetzt ein anschließender Volksentscheid hat Erfolg. Ist das dann der Mehrheitswille des Volkes? Es kommt darauf an, wie man Mehrheit definiert. Wenn man sagt, die Mehrheit des Volkes oder die Mehrheit der Stimmberechtigten, die ja dann zur Abstimmung gerufen wären, wären eben diese 50% plus eine Stimme, dann müsste man es daran messen, ob sich so viele beteiligen. Das ist aber nicht notwendig. Es gibt bei einem Volksentscheid in Bayern keine Mindestanzahl an Stimmen, die man braucht, sondern es geht nur um die Frage, gibt es mehr Ja-Stimmen oder gibt es mehr Nein-Stimmen für einen Gesetzentwurf? Wie viele sich beteiligen, ist beim Volksentscheid egal. Und dann kann man natürlich berechtigte Zweifel daran haben, wenn sich zum Beispiel 15% oder 20% oder auch 25% der Stimmberechtigten beteiligen und dann die Mehrheit dieser 25% Ja sagen, wir wollen das so, ob das der Mehrheitswille des Volkes ist. Letztendlich muss man dann denen, die sich nicht am Volksentscheid beteiligen, nicht an die Urne gehen und abstimmen, dann im Umkehrschluss vorwerfen, dass sie sich nicht beteiligt haben und ihre Stimme hergeschenkt haben. Wie wankelmütig war da eigentlich die Rolle der Politik? Ich meine, da war erst diese Rücknahme, jetzt ist wieder ein bisschen pro. Also bringt man das mit Stimmenfang vielleicht doch in Verbindung oder nicht? Es war auf jeden Fall der Versuch, Stimmen zu fangen. Es ist ein Musterbeispiel für die Wankelmütigkeit der Politik, indem man erst gesagt hat, man macht ein totales
Rauchverbot und ohne jede Ausnahmen, weil man sagt, die Gesundheit der Leute ist wichtig. Dann kam der Einfluss vor allem von Seiten der Gastronomie, der Hotellerie, auch nicht zu vergessen der Bierzeltbetreiber am Oktoberfest, die gesagt haben, wir fürchten um die Umsätze, um die Beteiligung. Und dann hat die Politik mit der neuen Koalition in Bayern wieder auf eine Lockerung des Rauchverbotes gesetzt. Die Quittung haben CSU und FDP jetzt bekommen. Dein Tipp für den Volksentscheid, wenn es dazu kommt? Schwierige Frage. Also ich meine erst einmal, dass es zu einem Volksentscheid kommen wird, dass also der Landtag das Volksbegehren, so wie es jetzt ist, nicht annehmen wird. Ich meine, es besteht Aussicht, dass sich dass das Ganze wieder so emotionalisiert wird, dass sich wirklich sehr viele Wähler, sehr viele Stimmberechtigte daran beteiligen. Ob es über 50% sind, weiß ich nicht. Und ich kann mir wiederum sehr gut vorstellen, dass die Initiatoren des Volksbegehrens jetzt auf einer guten Grundlage durchstarten können und sagen, wir mobilisieren unsere Anhänger, die für einen totalen Nichtraucherschutz sind, für ein totales Rauchverbot sind, dass die wieder erfolgreich sind und ihre die Leute, die ihnen zustimmen, eben zur Urne bringen. Also es wird eher auf ein totales Rauchverbot hinauslaufen. Deine Einschätzung. Mhm. Ganz lieben Dank dafür. Wenn Sie mitdiskutieren wollen oder Dampf ablassen wollen, je nachdem, dann empfehle ich Ihnen den NZ-Blog Senf dazu. Dort gibt es schon über 300 Kommentare zum Thema Rauchverbot. Und ja, wie gesagt, beteiligen Sie sich sehr gerne. Und wir sagen an dieser Stelle erstmal Tschüss und machen Sie es gut. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Ich würde mich freuen. Bis dahin bleiben Sie neugierig. Tschüss.